Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir uns. Boah, was haben wir überhaupt gemacht? Ich war jetzt schon mit den Gedanken voll in diesem Part. Hab gar keine Ahnung mehr, was im letzten Part passiert ist. Ich glaube, wir haben Puzzleteile schon gesammelt, ne? Ich glaube, ja. Ja, klar, wir haben Puzzleteile gesammelt und einige. Wie nennt man die überhaupt offiziell? Diese Pilze angefangen. Ich glaube, die Hälfte haben wir schon. Und ja. Wir machen damit weiter. Wir haben, glaube ich, hier noch ein paar Sachen, die wir finden müssen, so schätzemäßig und Puzzleteile und so. Deswegen, ja, ist, glaube ich, die ganze Kanalisation, oder? Ja, hier ist noch eine Menge. Wenn wir beschäftigt sein, mit den Garten ist auch noch was. Gut. Wenn euch das Video übrigens gefällt, dann hinterlasst doch mal irgendwie ein Like oder ein Kommentar oder ein Abo. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, ich sag's mal am Anfang, weil ich mal, weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass die meisten Leute sich die Videos angucken. Aber manchmal bekomme ich irgendwie so Kommentare wie, yeah, good video, I like it. Und das ist schon mal meine erste Frage, warum ist das Englisch? Und zweitens, glaube ich nicht, dass Leute, die solche Kommentare hinterlassen, irgendwie das Video überhaupt geguckt haben. Deswegen möchte ich mal sicher gehen, nicht, das weiß ich nicht. Ich sag's schon in den ersten Minuten, deswegen gehe ich ganz sicher schon mal. Wo gehe ich überhaupt jetzt hier hin? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, upsala. Muss ich mal auch mal hier ansprechen. Ich habe uns allen einen Gefallen getan und. Ne, die war schon offen. Und die ganzen Formen offscreen gelevelt. Ja. Yeah. Und zwar die Heldenformen, die Limitformen und die Überformen. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe. Die Überform gelevelt in die Welt, die niemals war. So, gucken wir uns mal die ganzen Abilities an, die ich noch gelernt habe. Sportsfreude und all so weit natürlich durch die ganzen Formen. Dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Sachen gelernt durch Level Up oder auch nicht. Aber ich habe extra darauf geachtet, hier nichts irgendwie. Also die neuen Sachen hier irgendwie wegzumachen. Weil jetzt sind sie zum Beispiel weg. Ich jetzt nochmal Dings öffne. Und ich habe sicher, ich bin sicher gegangen, dass ich hier nichts. Markiert habe, aber ich habe anscheinend noch nichts gelevelt. Waren auch, glaube ich, nur so 2 oder 3 Level. Und ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe die Limitform durch einen Trick, den ich mal bei einem YouTuber gesehen habe, aufgelevelt. Und zwar habe ich, bin ich nach Agrabah gegangen und habe bei diesen einen Pilz, den wir da besiegen müssen, folgendermaßen gemacht. Ich habe den angesprochen, habe ich mich in die Limitform verwandelt und da oben ist mein. Und dann, da müssen wir jetzt eigentlich hinkommen. Dann habe ich mich bis zum Ausgang bewegt, den Gegner anvisiert und die ganze Zeit hier Limit Klatsche gemacht. Diese einen, dieses Attacke. Und ja. Oh Gott, wie macht man den nochmal? Ich glaube, man muss man sich in die Waisenform verwandeln, ne? Er tut es, glaube ich, hier überall verteilen und man muss irgendwie von den Doppelgänger oder so erledigen. Glaube ich. Machen wir mal. Ja, und die Heldenform habe ich einfach gelevelt, indem ich auf den drauf geklatscht habe, wie blöde. Hat geklappt, die Schläge haben gezählt. So, fangen wir an. So. Okay, da funktioniert schon mal nicht. Aber ich muss sowieso erstmal einen Test aufmachen, um zu sehen, wie viele ich überhaupt. Oh, du kannst nicht durch Magie getötet werden. Das ist ja sehr geil. So, da wird schon mal nicht funktionieren. Das sehe ich jetzt schon. Weil mir kommt die Dings da im Weg. Meine Combo-Abschluss hier. Weil ich muss jetzt hier mal aufpassen, dass ich nicht so schnell hintereinander drücke. Ich baue nämlich Dings hier, Berserker-Auflader oder wie auch immer diese Fähigkeit heißt, wenn man nun endliche Kombos machen kann. Weil ich muss jetzt hier die ganze Zeit immer vorsichtig antippen. Das ist nicht so gut. So, wir haben 33, das ist nie im Leben genug, ne? Warte, jetzt plus. Okay. Das Problem ist, wir kriegen ja mal Driver, deswegen kann ich hier so ganzen Sachen gut verballern.
Bums. Ich bin eigentlich noch genug. So. Ich möchte mal gucken, was für eine Vorgabe ich habe bei dem Teil. So, zeig mal, ja. Was brauche ich denn für eine Punkte? Dingens. Mit 40 oder mehr Punkten. Hatte ich nicht schon so halbwegs. Hatte ich nicht sogar schon so viel fast? Gut, wir machen Folgendes. Und zwar nehmen wir den einen hier Aufladeberserker. Damit ich, wenn ich keine MP habe, unendliche Kombos machen kann. Weil man hat gesehen, das klappt gerade nicht, wenn ich irgendwie mittendrin hier so einen Combo-Abschluss mache. Also los. Jetzt kann ich einfach nur X-Smash wie blöde. So, Bams. So, 40 waren das, ne? Immer schön R1 drücken, damit man anvisiert. Ja, ich hatte schon 33 vorhin, hallo? Oh nein. So, das kostet mich wahrscheinlich den Sieg jetzt, ne? Ja, ich muss mal auf meine MP achten, wahrscheinlich. Was schaffe ich, oder? Jetzt gleich wieder. Mach! Er macht automatischen Combo-Abschluss, wenn die MP wieder aufgefüllt sind. Komm schon, schaffe ich doch jetzt, ne? Ja, super. Sehr gut. Aber hier noch erledigt. Gut. Ja, Frage ist jetzt in dem Teil irgendwie ist in dem Haus, ja klar, ist da noch was in der Mitte hier oben, ist glaube ich ein Puzzleteil. Ja, die ignorieren wir mal. Eiskalt. Ja, genau da. Wupp, 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 wupp. Nein. Ah. Nein, hört auf Gegner zu killen. Ich will nicht noch stärker werden. Ja, 60 ist schon, glaube ich, stark genug für den letzten Story-Boss. So. So, dann weiß ich noch, dass hier in Twilight Town ein weiterer ist. Ein weiterer Pilz. Und zwar ist der im Turm, im Jensitz Turm. So, ich gucke jetzt noch mal zur Sicherheit, ob hier irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Nee. Und zwar, ah nee, in Dings ist ja auch noch einer in der Kanalisation, glaube ich, oder? Ja, nicht in Kanalisation, da wo wir diese Vivi-Klone bekämpft haben, da war noch einer. Ich weiß nicht mehr, was man da machen muss. Also ich war doch, ich weiß, was man da machen muss, aber ich weiß nicht, was die Aufgabe ist. Aber ich weiß, man muss da Reflex einsetzen. Ich weiß nur nicht mehr, wieso. Und der Typ im, also der Pilz im Jensitz-Turm, der ist der allerschlimmste von allen. Der ist der allerschlimmste von den Pilzen. Da bin ich sowas von froh, wenn ich den schon mal erledigt habe. Da fehlen uns eigentlich keine mehr so viele. Da besitzen wir Dingens jetzt aus mit Schätze und so. So, Twilight Town. Das könnte jetzt hier alles in dem Gebiet sein, wo wir die Videoklone gekämpft haben. Morgen Grauen Viertel oder irgendwie so heißt das, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was man bei dem machen muss, bei dem in der Kanalisation, aber warte mal. Doch, da haben wir noch nicht. Muss ich, glaube ich, von ganz oben hin fliegen, ne? Hui, okay. Wahrscheinlich werde ich den mal erstmal verpassen. Nein, gut. So, mehr gibt es hier nicht, ne? Da ist das Versteck, da ist die Kanalisation, da werde ich, glaube ich, schon alles abgeräumt haben. Nehme ich mal an, im Abendbrotviertel, ja, Abendbrotviertel heißt das doch, oder? Müsste das letzte sein. Warte mal, ich glaube, hier oben war auch noch einer, ne? Ne? Okay, habe ich schon. Glaube ich. Weiter geht's. Ich möchte die Pilze so schnell wie möglich abschließen. Weil ich das erste Mal gemacht habe, habe ich das nach den ganzen optionalen Bossen gemacht und das weiß ich nicht.
Also irgendwie so ein richtig bescheuerter Abschluss. Also erst kämpft man gegen die voll epischen Kämpfe hier und so. Warte mal, wie komme ich überhaupt noch mal dahin? Hier, ne? Da, Abendbrot Bahnhof, genau. Ich habe erst die ganzen optionalen Bosse erledigt und dann habe ich mich um die Pilze gekümmert. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, so eine richtig blöde Reihenfolge. Erst kämpft gegen die Super... Ja, ich war da noch nicht mal. Mit Sora, weil da noch Fragezeichen sind. Super. Da ist auch eine bescheuerte Reihenfolge. Erst kämpfst du gegen die ganzen epischen Bosse. Da muss ich mit so nervigen Pilzen hier rumkloppen. Das ist auch irgendwie blöde. Was? Habe ich gar nicht gesehen. Oh, Halcom Plus. Oh, da ist noch eins. Buff. Ich habe das eine Puzzleteil gar nicht gesehen. Ich bin einfach nur dahin geflogen, weil ich zur Truhe wollte. Er war in der Sonne, habe ich nicht gesehen, okay. Dann muss ich vielleicht mal abgleichen, ob ich auch alles hab. Ne, nee, ach so, ich dachte. Ja, da ist ein Ding. Wuff. Voll kompliziert, da ist noch eins. Da können wir gleich mal ein paar Puzzleteile hoffentlich vervollständigen. Hoffentlich. Vier fehlen noch. Drei. Ich hoffe, einer ist in der Kanalisation, weil einer ist irgendwie nur so, weiß ich nicht, ein bisschen so mittendrin. Letztes Mal nehme ich an, hier in Jensitz Turm, weil das irgendwie das letzte Gebiet ist. Heißt, hier ist irgendwo bestimmt einer. Aber da ist eine Truhe. Also gut. Buff. Ich meine, hallo, wir haben Rehalkon Plus bekommen durch die Truhe. So, man kann ja sagen, dass das hier Zeitverschwendung ist, ganzen Truhen zu sammeln. So. Oh, da. Buff. Wie sieht es thronmäßig schon mal aus? Ja, aber noch nicht. So, warte mal. Rehalkon Plus, dann muss das hier auch hier irgendwo sein. Ich sage, dass hier nur so viele sind. War hier nicht mal eine Truhe irgendwo? War es jetzt nicht so super spannend, aber muss ja auch mal erledigt werden. Ich kann doch kein Kingdom Hearts Spiel unkomplett hier zurücklassen. Außer vielleicht Chain of Memories. Aber habe ich das nicht auch so gut wie... Okay, da hätte ich irgendwie alle Karten sammeln müssen und also was. Und ja, muss jetzt nicht so sein. So, ich finde hier nichts anderes mehr. Also gehen wir mal zur Kanalisation. Da müsste hoffentlich so, weiß ich nicht, die vorletzte Truhe irgendwie so sein. Und so war da schon ein Beispiel einer. Buff. Das hat mal jetzt her. Nein. Hier, nein, mein Gott, hier. So, die sind immer noch so komisch. Irgendwie platziert. Warte mal. Nein. Da ist noch eine Truhe, da ist ein Puzzleteil. So, Halcom. Tunnelsystem. Oh, ach so. Habe ich bestimmt irgendwo eine verpasst, oder? So hätte man auch dahin kommen können, ne? Aber wir finden immer noch zwei Puzzleteile und eine Truhe. Ich glaube nicht, dass die in Jensitz Turm ist. Irgendwo hier. Halt. Nein, okay. Gehen wir ein bisschen koordinierter mal hier durch. Okay, hier hätte ich eigentlich auch Dings, die Überformen hochklappen können, ne? Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Egal, gehen wir weiter. Vielleicht werde ich die Offscreen suchen, ein paar Dinger. So, habe ich Refleck. Gibt's auch nicht, wo ist das letzte?
Reflex, das heißt MP. Das heißt, ja, erstmal gucken. Erstmal gucken, was ich genau machen muss. Wie viele Dinger ich brauche. So. Lass dich nicht treffen, um deinen Gegner zu besiegen. Au. Zum. So, er steckt irgendwie fest. Okay. Er trifft mich jedes Mal, wenn ich das mache. Ich habe das Gefühl, das war nicht richtig schnell. Nö. Okay. Gut. Wie viel brauche ich denn? Wo ist es? Innerhalb von 10 Sekunden ab. Mit der weisen Form oder mit der Dingens, mit der, na, wo kann ich irgendwie, wenn ich Combo-Boost einsetzt, bringt das auch was für Reflex? Versuch's mal in der Dingens, in der Überform, weil da sind die Zauber ja auch, glaube ich, stärker, ne? Ja, ich bin immer noch kacke, da ich jetzt nicht in Dingen zappe. Boah, wir haben schon 17 Minuten. Nee, aber es gar nichts gemacht hier in dem Part. Aber egal. So, versuchen wir mal. Überform. So. Hopp, stehen geblieben. Wart. Nein, fast. Dreck. Aber war schon besser. 11 Sekunden. Eine Sekunde, komm schon. Aha. Warte mal. Vielleicht irgendwelche Magie-Dinger. So, nehmen wir das hier und das hat schon 4 Magie. Aber das hat 5 Magie. Weil das verwandelt mich auch in Dings, glaube ich. Ach nee, das Ding ist Aufladen für Sacker. Na, jetzt muss ich mich erst wieder. Okay. Ja, ist wieder hochheilen. Okay. So, warte nochmal. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Magie. Komm schon. Ich sollte mich vielleicht nicht von dem Ding treffen lassen. Sehr gut. Das war's, ne? Oh, geil. Schön, wenn etwas funktioniert. Gut. Da lang. Haben wir das auch erledigt. Sehr geil. Die waren viel schwieriger. Wenn man weiß, wie es geht, dann ist es auch nicht so schwer. Meisten habe ich auch so alleine herausgefunden, wie man die erledigt, aber einige, wie zum Beispiel in den letzten, den wir jetzt machen werden, mit denen weiß ich nicht, wie man den machen musste. Weil der war einfach zu frustrierend und ich finde einfach nicht das letzte Puzzleteil oder wie. Der letzte ist der allerschlimmste hier. Also nicht der letzte, aber den, den wir jetzt machen, das ist der allerschlimmste von allen. Werde auch schon gleich sehen, warum. So, ich nehme vielleicht meine Abkürzung und teleportiere mich raus aus Twilight Town. Ja, verdammt, ich habe mich in der Überform. Ja, verdammt, ich habe mich in der Überform hier raus teleportieren sollen. Was soll's? Wir haben 2 Pilze schon wieder. Das ist nicht schlecht. Mal nach Hollow Bastion irgendwann, Hollow Bastion, Radiant Garden gehen.
und gucken, wie viel ich schon habe, weil das kann man da nämlich überprüfen. Ja, toll, man kann sich gar nicht da teleportieren. Boah. Und den Pilz will ich jetzt aber auch noch haben. Das ist der nervigste von allen und ich weiß nicht. Das ist ein bisschen glücksabhängig. Was es nicht besser macht. Also ja. Möchte ich am besten so schnell wie möglich erledigt haben. Hier. Er ist direkt jetzt hier. Verdammt, ich habe keinen Drive. Egal. Muss ich halt heilen. So, aber hier ist irgendwo auch noch ein Dingens. Da ist noch ein Puzzleteil. Ich meine, ein Dings, ein ganzes Turm, da drin ist auch noch einer. Ich gucke erst mal, ob mir einer fehlt. Dun, 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 dun. So. Ich glaube nicht, dass der letzte Schatz hier ist. Aber gucken wir mal. Also einen Schatz, den werde ich schon so irgendwann aufsammeln. Wird schon nicht so was Geiles sein. Ich glaube, der ist hier irgendwo, oder? Oder auch nicht. Dann ist er ganz oben, glaube ich. Wer ist das erledigen und dann ist das Vergnügen, dann hat. Warum sind hier niemande? Au. Alter. Bin ich froh, wenn wir die blöden Pilze erledigt haben. Dann fehlt, glaube ich, noch einer in Port Royal, von dem ich nicht weiß, ob ich den schaffe, so stärkemäßig. Und einer in der Welt, in die mal war. Und da ist das Teil. Meine Güte. Wie habe ich das bitte schön nicht ganz am Anfang eingesammelt? Hier sind die ganzen Spiegel, die die Formen Foreshadowing. Fabian Zitt ist auch nicht mehr da. Hey. Gut, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen dauern, aber ich will es jetzt hier schaffen. Wer wollte oder nicht? So, dafür brauchen wir auch wieder hier Auflade-Berserker. Und zwar. Nee, ich glaube, wir wollen sogar mehrere Sachen. So, ich brauche Dingens. Aufladebeserker. Aufladebeserker. Natürlich, glaube ich. So, aber mal keine Form. Was brauche ich noch? Ich brauche diese eine Viereck. Man möchte den Kombo-Abschluss. Nein. Also, nee. Ich brauche. Wie macht man die? Habe ich die überhaupt? So eine Luft schnell zum Gegner und löst Wirbelattacke. Ich glaube, das ist auch eine, die ich brauche. Habe ich überhaupt die Ability? Ein Seifer, um einen Gegner werden, da kommen in der Luft mehrere. Ja, okay, das ist das. So, weg damit. Combo Plus brauche ich nicht. Dinge sollte ich vielleicht rausnehmen. Wo du MP hast, hier. Mehr stark und während einer Kombo in der Luft, mein Gott. Dann gehen nahe Gegner mit einem Stellen nicht parierbar. Am Blocken. Oh, wo ist denn das hier nochmal? Mit einem mächtigen, in der Luft mit einem mächtigen Sprung an. Ich glaube, das ist da. Ich muss auch mal ausprobieren. Sowieso erstmal gucken.
So, und zwar müssen wir so einen blöden Pilz hier aus den Dingen ziehen, aus dem Boden. Und den dann in der Luft halten. So, ungefähr so. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob ich den einen Angriff hatte. Super. Boah. So, wie viele brauche ich so mal? Ich glaube, das waren viel zu viele. Ah, das wird ein Spaß. 85. Warum? Ich glaube, je länger man ihn in der Luft hält, desto schwieriger wird er zu kontrollieren sein. Also, yay. Wäre natürlich jetzt richtig geil, wenn ich ihn sofort schaffen würde. So. Und los. So, zack, 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 zack. So, das könnte jetzt, je nachdem, wie ich mich anstelle, sehr lange oder sehr kurz dauern. Ja, genauso. Ah. Hat immer was damit zu tun, wie das blöde Ding fliegt. Wenn er nämlich zu weit wegfliegt, dann erreiche ich den nicht mehr mit meinem Schlüsselschwert. Das ist nervig. Aber es sah schon so aus, als würde ich das schaffen im einen Rutsch. Muss ich natürlich jetzt mal warten, bis meine MP aufgeladen sind. Aber ja. Müssen irgendwo in der Ecke oder so. So, komm. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich glaube, ich sollte, wenn ich den halt erstmal hochhebe, Tornado einsetzen. Um so ein paar Grad jetzt hier reinzuhauen. So, jetzt nochmal. So, die Sache ist die, wenn er weit weg geht, am besten X drücken. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Ah. Das ist so nervig. Vor allem am Anfang geht das so einfach, ne? Und dann am Ende ist es immer so schwierig. Weil irgendwann ist er einfach aus der Reichweite und es ist dann unmöglich, zu ihm hinzukommen. Dann vielleicht Drive oder so einsetzen, ne? So, einfach Viereck drücken. Super. Mal was ausprobieren. Das ist gut. Ja, der wird nervig. Vielleicht werde ich sogar hier ein bisschen schneiden. So, ausnahmsweise. Ja, verdammt, ich habe mich da beim Speicherpunkt hochheilen sollen. Ja. Schon wieder knapp. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, blöd ist, am Anfang hat man den schön so in der Ecke. Aber am Ende kommt er aus der Ecke raus, dann fliegt er irgendwie einen Kilometer weit entfernt. Muss halt irgendwie so mit der Drive-Form so verbinden, habe ich so das Gefühl. So war mal da lang. Da kann man eigentlich auch die Heldenformen hochleveln. Ja, super. Boah.
Das ist immer so ein... Und genau deswegen ist das Viech das Blöste von allen. Jetzt weiß ich auch, wie ich in meinen anderen Spielen schon so viele Drivers hatte. So. Ja, ihr werdet auf jeden Fall geschnitten, weil das will ich euch nicht antun. Wie gesagt, kann jetzt, je nachdem, wie ich mich anstelle und wie das Glück auf mich hier herabseht, ein bisschen dauern. So, gehen wir mal da lang. Weil eigentlich in die andere Richtung. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Nein! Naja, ich konnte ja eigentlich den ja machen, um schneller an den da ranzukommen. Mir richtig mies an dem Ding ist, dass man immer kurz bevor man es schafft, hier auch noch das vermasselt. Ja. Am Anfang ist es ja richtig einfach. Das war knapp. Nein. Okay, ich weiß, warum das schon mal nicht geht. Man kann nicht in der Luft Dingens einsetzen. Den ja. Weil er macht dann aus. Weil er macht dann diesen einen Angriff leider. Diesen Ratzefatze-Angriff. Boah, ey. Oh, ich liebe es hier, gegen dieses Viech zu kämpfen. Wollen wir versuchen, mich mitten. Muss man versuchen, mich mitten, während ich den Angreif hier in irgendeine Form zu verwandeln. Bei Überform oder Weisenform. Gott verdammt! Ah. Was passiert eigentlich, wenn ich Dingens reinsetze? Kann ich nicht einfach mit Zauber die ganze Zeit hochhalten? Die ganze Zeit so Blitz, Blitz, Blitz. Ein bisschen blöd jetzt hier in der Aufnahme rumzuexperimentieren. Aber was macht man halt, wenn man verzweifelt ist? Ja, Anfang ist kein Problem. Ja, und dann passiert so was. Warum ist das jetzt passiert? Das verstehe ich nicht. Ich will mal was anderes ausprobieren. Wir sind 85 mal treffen. Gib mir mal Dingens hier. Ich würde mich noch mal so ausprobieren, ob das klappt. Wo ist Dingens Item Boost? Monochrom, okay. Zwar möchte ich mal versuchen, den einfach mit Blitz hochzuhalten. Genug Ether. So was, ich mache das jetzt einfach in Aufnahme und dann werde ich das in der am Anfang der nächsten Aufnahme einfach dran, glaube ich. In dem Sinne danke ich mich alle herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo und was weiß ich, um das zu zeigen, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom 2 Final Max. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.